Der Metzger macht dicht, aus Angst vor dem, was kommt. Ashbourne, Mittelengland, gepflegte Ruhe und Gemütlichkeit. Doch einmal im Jahr regiert König Fußball. Royal Shrovetide Fußball. Zuerst kommen Gott und die Familie und dann das hier. Das hier beginnt um 14 Uhr, ist der Auftakt der Fasnacht. Bill Millward, eben 100-jährig geworden, darf zur Feier des Tages das Spiel eröffnen. Fast alle Einwohner des 6000-Seelendorfes sind versammelt. Eine ernste, eine patriotische Sache. Kickoff. Dann beginnt ein stundenlanges Schieben, Rennen und Fluchen. Die Teams, jeweils rund 200 Bewohner der nördlichen und der südlichen Flussseite. Das Ziel, den Ball irgendwie ins Tor des Gegners bringen. Beide Tore sind jeweils 2 Kilometer entfernt, an den Ortsrändern. Das Spielfeld kennt keine Grenzen. Nur Kirche, Friedhof und Spital sind tabu. Gerne geht's auch durch den eiskalten Fluss. Es gibt nur einige wenige Regeln. Übermäßige Gewalt ist verboten, ebenso wie Mord und Totschlag. Und der Ball darf weder versteckt noch in einem Auto transportiert werden. Von außen betrachtet ist es ein totales Durcheinander. Aber die Einheimischen wissen genau, wer Freund oder Feind ist. Seit dem 17. Jahrhundert wird Shrovetide hier gespielt. Andernorts wurde es verboten. Es entwickelten sich Rugby und der moderne Fußball. Ich liebe es. Spiele es schon seit ich klein bin. Habe 97 ein Tor gemacht, war ein Held. Ich kann nicht aufhören. Nach 5 Stunden Gerangel brechen die südlichen Flussbewohner durch. Niemand kommt hinterher, auch keine Kamera. Den Siegball auf den Mühlstein gehämmert hat Matt Ethering. Er wird die beste Nacht seines Lebens haben. Im letzten Ort Englands, in dem, wie sie hier sagen, noch echter Fußball gespielt wird.